Hallo Leute und willkommen zurück zu Das Testament des Sherlock Holmes. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu Farley. Das ist der nette Herr von der Zeitung, der komischerweise immer genau Bescheid weiß, was der Holmes so macht und wo er sich rumtreibt. Wir sind in Farleys Büro. Man kann nicht behaupten, dass Moral eine übergeordnete Rolle in seinem Leben spielt. Sehen Sie sich die Überschriften an den Wänden an, wie Trophäen für schlechten Geschmack. Vielleicht erfahren wir ja gleich, warum er so erpicht darauf ist, Ihren Ruf zu schädigen. Vielleicht. Ja, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. So, fangen wir doch direkt mal Kaffee. Hier an. Er ist noch heiß. Okay. Ist das sein Mantel? Zigaretten. Keine außergewöhnliche, teure Marke. Alles klar, nehmen wir natürlich erstmal mit. Da ist nichts drin. Ein Presseausweis. In Osmond Farley. Das ist sein Mantel. Okay. Ach so, da sind wir jetzt reingekommen. Alles klar. Oder ich kann jetzt nicht gehen. Ach so, ja, dann sind wir hier reingekommen, okay. Ein elektrischer Kasten. Interessant. Aha. Die Tür ist abgeschlossen. Hat Farley Angst, überrascht zu werden? Ich muss für eine Weile weg, Miss Jean. Es wird nicht allzu lange dauern. Meine Termine müssen ein wenig warten. Ach, und schicken Sie diese Nachricht ab. Es eilt. Mr. Osmond Farley, nehme ich an. Die Herren Holmes und Watson, was für eine Überraschung. Was ist so überraschend daran, von den Opfern seiner Verleumdungskampagne aufgesucht zu werden? Ich verleumde nicht. Ich informiere. Sie werden die Konsequenzen dieser Artikel zu tragen haben, Mr. Farley. Ihre Worte klingen wie eine Drohung, Mr. Holmes. Ich drohe nicht. Ich warne. Sie machen mir keine Angst, Mr. Holmes. Ich kenne alle Ihre kleinen Geheimnisse. Und schon bald wird ganz London erfahren, wer sich hinter der makellosen Fassade des Detektivs verbirgt. Dank meiner Arbeit wird die ganze Welt den wahren Sherlock Holmes kennenlernen. Gentlemen, ich wünsche Ihnen einen scheußlichen Tag. Was? Was ist denn für ein Unsympath? Was für ein Flegel! Verweigert uns sogar den Handschlag! Dann müssen wir sie wenigstens nicht waschen. Haben Sie die Krümel auf seiner Kleidung gesehen? Er ist gerade mit dem Essen fertig und seine Hände sind sicher genauso dreckig wie sein loses Mundwerk. Der Kerl hat keine Manieren, Holmes. Widerlich! Lassen Sie sich nicht täuschen, Watson. Die Verarbeitung seines maßgeschneiderten Jacketts lässt darauf schließen, dass er ein Mensch ist, der sehr auf sein Äußeres achtet. Wenn Farley gegangen ist, ohne sein Jackett abgewischt und seine Hände gewaschen zu haben, dann weil er uns kommen sah und uns um jeden Preis aus dem Weg gehen wollte. Aber warum? Das finden wir heraus, wenn wir sein Büro genauer unter die Lupe nehmen. Das wird die Sekretärin nicht zulassen, Holmes. Bitte versichern Sie mir, dass Sie nicht vorhaben, ihr auf irgendeine Weise Schaden zuzufügen. Nur wenn wir alle anderen Mittel und Wege ausgeschöpft haben. Okay. Die Sekretärin ist damit beschäftigt, ein Telegramm mittels elektrischem Telegraphen zu übermitteln. Ah, okay. Wir müssen einen Weg finden, die Übertragung zu unterbrechen, damit sie das Telegramm zum Telegraphenamt in Kensington bringen muss, was eine gewisse Zeit dauern würde. Dort müsste sie dann auch noch das Telegramm verschicken und natürlich wieder zurückgehen. Wir würden dann genug Zeit haben, das Büro genauer unter die Lupe zu nehmen, ohne dabei gestört zu werden. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass diese Vorgehensweise illegal ist. Da liegen Sie leider richtig. Okay, bedeutet also, wir müssen an dem Kasten was machen, das ist hundertprozentig ein Stromkasten. Lässt sich nicht öffnen. Ich brauche ein Werkzeug, um die Abdeckung zu entfernen. Okay, was haben wir überhaupt so im Inventar? Ach so, das Taschenmesser, damit müsste ein das doch gehen. Ein elektrischer Kasten. Interessant. Ich brauche ein Werkzeug, um... Ach so. Okay. So viel dazu. Dann wohl nicht mit dem Taschenmesser. Ah, der Kleiderbügel. Der Kleiderbügel hat einen großen Eisenhaken. Okay, dann sollten wir das damit probieren. Da summt etwas. Der Telegraph wird bestimmt über diesen Kasten mit Strom versorgt. Mal sehen, ob ich einen Kurzschluss verursachen kann. Okay, 1, 2 und der da unten sind 3. Die müssen irgendwie zusammenführen. Sehe ich das richtig? Ich mache das erstmal so.
Drehen, verlassen, bewegen, zurücksetzen. Okay, bei sowas habe ich immer, ist immer die Frage im ersten Moment, müssen wir alle Stücke benutzen, um das Ganze zu verbinden? Oder ist es auch okay, wenn da vielleicht welche übrig bleiben, so wie die jetzt zum Beispiel? Machen wir das so. Dann haben wir die auf jeden Fall schon mal verbunden. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier irgendwie... Nee, das funktioniert so nicht. So. Nein, das funktioniert auch nicht. Okay. Können wir nicht von hier einfach nach oben gehen? Moment, dann ist das jetzt verbunden. Das ergibt so keinen Sinn. Ja, aber jetzt ist es da oben nicht mehr verbunden. Und das jetzt so. Also jetzt sind die drei... Jetzt sind die drei verbunden, aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. Das war's. Oh. Kinderleicht. Okay. Na sowas, das hat mir gerade noch gefehlt. Gehen Sie schnell raus, Watson. Ich werde mich hier verstecken. Der Weg ist frei. Na, das war ja jetzt auch einfach. Also nicht das Rätsel, sondern die Tatsache... Gehen wir rein, Watson. Ja, dass sie dann einfach abhaut und die beiden hier bleiben können. Also, Uhu. Moment, ist hier jetzt das Vorzimmer, ne? Ja, das ist das Vorzimmer. Dann gucken wir doch mal. Die Sekretärin hat vor kurzem das Farbband für die Schreibmaschine ausgewechselt. Dunkelblaue Tintenflecke sind darauf zu erkennen. Mhm. Moment. Eine Schminkschatulle mit einem hochwertigen Pinsel. Ein Notizblock? Ah, nee. So ergibt es ja keinen Sinn. Stopp. Mit der Lupe drüber? Man kann zwar Buchstaben erkennen, aber ich brauche etwas, um sie lesbar zu machen. Alles klar, brauchen wir noch einen Bleistift oder so? Aus diesem Notizbuch wurde eine Seite herausgerissen. Man kann nur den stenografierten Titel und das heutige Datum erkennen. Es handelt sich um eine Nachricht, die die Sekretärin dringend verschicken muss. Ich werde eine Kopie anfertigen. Sie können Stenografie lesen? Es gelingt Ihnen immer wieder, mich zu überraschen. Waren Sie Sekretär, bevor Sie der große Sherlock? Wer weiß. Nein, aber jeder Mensch hat seine kleinen Geheimnisse. Nachricht von Farleys Schreibtisch. Notizen zur Recherche über Sherlock Holmes, für alle Kollegen bestimmt. Nach dem Besuch von... Aha... Das hier scheint nicht interessant zu sein. Das hier auch nicht. Die Zeitung auch nicht. Bei dieser Schreibmaschine fehlt das Farbband. Okay. So, ich denke aber, wir haben doch keinen Bleistift, oder? Wir haben den Pinsel dabei, wir haben das Zigarrenetui. Ich könnte mir jetzt echt vorstellen, dass wir noch einen Stift brauchen, um das dort sichtbar zu machen. Der Telegraph von Farleys Sekretärin. Nichts Besonderes zu erkennen. Okay. So, Moment, was ist hier? Die Tür? Holmes? Die Tür? Der Schlüssel steckt noch im Schloss. Aha. Dieses Buch hier ist aus dem Regal gefallen. Ach, sieh an, die Sherlock Holmes. Die Abenteuer des Sherlock Holmes. Meine Erzählungen über Ihre Ermittlungen. Ein ziemlich neugieriger Journalist muss sie gelesen haben, mein lieber Watson. Okay, ist hier sonst noch was? Nein? Nein. Okay. Das Buch über meine Abenteuer ist aus diesem Regal gefallen. Verkohltes Blatt. Ich statte Ihnen noch heute einen Besuch ab. Vernichten Sie diesen Brief. Sobald wie möglich erhalten. Ihre Enthüllungen bezüglich der wahren Beweggründe unseres Mannes sind für mich völlig überraschend. Ich habe diese Notiz gerade noch vor den Flammen gerettet. Aber über wen ist diese Notiz? Und wer hat sie geschrieben? Darum kümmere ich mich später. Ja, das werden wir schon noch rausfinden. Ich denke mal, es ging um Holmes, oder? Jemand hat den Vorhang zugezogen, als wolle er ungestört sein. Klar. Aber wir können doch nicht alle von Ihnen öffnen. Wir müssen wissen, wonach wir suchen. Okay, war sowieso nichts Interessantes. Ein Schlüsselbund. Ein Telefon. Eine technische Meisterleistung. Daneben liegt ein Zettel mit einer Nummer darauf. Der Handschrift nach zu urteilen, eine gebildete Person. Holmes, diese Nummer kommt mir bekannt vor. Ja...
Aber wählen wir sie, um wirklich sicher zu gehen. 1313? Miss, verbinden Sie mich bitte mit 1313. Natürlich, das ist Scotland Yard. Langsam verstehe ich. Sieh glücklicher. Ja, aber wirklich. Ich wünschte, ich würde den auch verstehen. Den vielen Notizen auf der Tafel nachzuurteilen, ist unser Journalist fleißig und ordentlich. So, hat er hier irgendjemanden Bekanntes? Fotografie von Prinz Woodwill, ach so. Eine Fotografie von Prinz Woodwill. Farley ist also offenbar auch an dieser Sache interessiert. Gibt es überhaupt etwas, an dem er nicht interessiert ist? Was ist das? Das ist eine Kutsche. Hier ein Zeitungsartikel. Zeitungsartikel. Kurznachrichten. Das Kloster St. Anthony in der Stadt. In der Stadt. Auf der Isle of. Ja, Anglesey in Wales war letzten Sonntag der Ort einer makabren Entdeckung. Als die Dorfbewohner mit ihren Nahrungsvorräten für die Nonnen zu Ehren von St. Anthony, dem Schutzheiligen der Metzger und des Fleisches, das Kloster erreichten, war es offenbar schon zu spät. Der Zorn des erwähnten Heiligen traf diesen geheiligten Ort an diesem schicksalsträchtigen Tag mit unverminderter Härte. Die 16 Nonnen des Klosters verfielen ganz offensichtlich dem kollektiven Wahnsinn, woraufhin sie versuchten, sich gegenseitig auf grausame Weise zu verspeisen. Die leblosen Körper der Frauen wurden im Speisesaal neben den Resten ihrer vermutlich letzten Mahlzeit gefunden, einer dünnen Gemüsebrühe. Ein Mitglied der Diözese des Das anonym bleiben möchte, erklärte uns, dass derartige Bestrafungsmaßnahmen keine Seltenheit sind, vor allem an Orten, an denen Frauen zusammenleben, da Frauen aufgrund ihrer Veranlagung komplexe Wesen seien und sich deswegen mit der auferlegten Askese von dem St. Anthony's Day schwer tun würden. Nur einen Tag länger hätten die Nonnen standhaft bleiben müssen, dann wäre es vermutlich nie zu dieser Tragödie gekommen. Der heilige Anthony erhielt einst eine wurstförmige Reliquie, angeblich von einem Engel. Sie wurde während des ersten Kreuzzuges im Jahr 1098 von Konstantinopel nach Europa in das walisische Kloster überführt, wo sie bis zum heutigen Tag unberührt blieb. Ein Beweis dafür, dass die Nonnen trotz ihres Wahnsinns die Ehrfurcht vor dem Herrn nicht verloren hätten. So der anonyme Geistliche der Diözese. Das ist wirklich seltsam. Eine Gräueltat im kollektiven Wahnsinn. Oh ja. Oh ja, was ist hier? Notiz von Farley für den Globe Explorer. Der Leichenfund an der Themse bleibt ein Rätsel. Gestern Morgen wurde der leblose Körper eines Mannes am Flussbett der Themse gefunden. Nach wie vor gibt es keinerlei Hinweise. Bei der Autopsie wurden große Mengen Wasser in der Lunge festgestellt, was bestätigt, dass das Opfer ertrunken ist oder ertränkt wurde. Die vielen Wunden am Körper deuten auf eine Gewalteinwirkung vor dem Tod hin. Von den Behörden liegt noch keine offizielle Stellungnahme vor. Das Opfer konnte identifiziert werden. Es handelt sich dabei um einen 53-jährigen Kranführer, der Polizei kein Unbekannter war. Übrigens Kranführer, nicht Kranführer. Gegen ihn liefen einige Verfahren, da er sich mit Schwarzmarktgeschäften, vor allem im Lebensmittelbereich, wiederholt strafbar gemacht hatte. Das letzte ihm vorgeworfene Vergehen liegt erst wenige Tage zurück. Die Behörden fahndeten nach dem Verstorbenen, da er die Vernichtung von Waren, insbesondere großer Getreidemengen, verdächtigt wurde. Die Nahrungsmittelknappheit, die derzeit in London herrscht, hätte wahrscheinlich nicht gerade dazu beigetragen, dass der Richter milde walten lässt. Eine schreckliche Geschichte. Und merkwürdig noch dazu. Hier muss aber noch irgendwas sein. Irgendwas Interessantes. Das hier unten vielleicht? Nein? Die Fotos auch nicht? Oder war es das tatsächlich schon? Also manchmal wird es ja... Das war's schon, ne? Manchmal geht er dann automatisch aus der Nahansicht raus, wenn wir alles haben. Den Aschenbecher sollte ich mir mal genauer ansehen. Huch. Ich habe gerade ein Internet-Disconnect. Ich hoffe, ich bin jetzt gleich wieder da. So. Die Asche stammt von einer gewöhnlichen, weit verbreiteten Zigarettenmarke. Sie ist noch warm. Das ist eine hochwertige Zigarre. Zigarren dieser Sorte sind sehr teuer und schwer zu beschaffen. Und sie wurde nicht einmal zu Ende geraucht. Was für eine Verschwendung. Hier war doch irgendjemand. Irgendjemand... Ach, da ist noch was. Den Aschenbecher sollte ich mir mal genauer ansehen. Ja, okay, aber... Ich kann den nicht nehmen, ich kann damit nichts machen. Hast du irgendwas im Inventar? Pinsel, genau, dass wir irgendwie Fingerabdrücke oder so nehmen können. Asche.
Nee, das ergibt ja so keinen Sinn. Gut, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ja, irgendjemand war doch hier und hat die teure Zigarre geraucht. Ich meine, sie steht hier auch... Dieser Stuhl wurde versteckt. Steht ja auch vor dem Schreibtisch. Irgendjemand war hier. Watson, du bist im Weg. Ich würde gerne mal hier hinten noch schauen, ob da noch was ist. Unser Mann hat sein Sandwich nicht aufgegessen. Okay, ja, was ist mit dem Aschenbecher? Den sollte ich mir genauer anschauen. Den Aschenbecher sollte ich... Ja, kann ich ja so leider nicht. Taschenmesser, Asche. Ja, die Asche hat er doch gerade erst da rausgenommen. Das ergibt ja keinen Sinn. Das Zigarrenende ist noch heiß. Farley war nicht allein, als wir das Büro seiner Sekretärin betreten haben. Denken Sie da an den Besitzer der Zigarre? Ja, der Journalist raucht gewöhnliche Zigaretten. Riechen Sie auch diese dezente Lebkuchennote? Das ist der charakteristische Geruch einer Habano Clarissimo. Unser mysteriöser Besucher ist ein reicher Mann, Watson. Havannas wie diese kosten ein Vermögen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Zigarrenliebhaber ein so wertvolles Stück einfach liegen lässt, bevor er zu Ende geraucht hat. Da wir niemanden das Gebäude verlassen gesehen haben, muss es irgendwo einen geheimen Ausgang geben. Wie wollen wir ihn finden? Indem wir rekonstruieren, was Farley getan hat, kurz bevor wir gekommen sind. Sehen Sie, dieses Zimmer ist voller Hinweise. Okay. So Rekonstruktionen in den Sherlock-Holmes-Teilen fand ich bis jetzt echt immer kompliziert. Das hatten wir bei, ich glaube, bei Crimes and Punishments und auch bei The Devil's Daughter. Rekonstruieren Sie Farleys Aktionen direkt von der Ankunft von Holmes und Watson, vor der Ankunft. Okay. Was haben wir denn überhaupt? Also, die Tür. Das ist das Buch, das ist der Brief. Der Stuhl wurde verrückt. Und der Aschenbecher, den kann ich gerade nicht... Doch, den kann ich jetzt auswählen. So, und da hinten... Da komme ich gerade nicht hin, ne? Zu den Schubladen. Toll, das war das, was ich aus Versehen weggedrückt habe, der Dialog. Und ich weiß nicht, was er dazu gesagt hat. Also, nehmen wir mal an... Journalist Farley. Wie funktioniert das überhaupt? So funktioniert's. Die Tür... Die Sekretärin steckte den Schlüssel ins Schloss, als sie ging. Der Journalist ließ die Tür auf. Der Journalist schloss die Tür und ließ den Schlüssel im Schloss. Der Journalist wollte sichergehen, dass die Tür abgeschlossen ist. Der Journalist sah unter der Tür einen Schatten, vergaß die Tür abzusperren. Ich gehe davon aus, dass er sichergehen wollte, dass die Tür abgeschlossen ist oder nicht. Wollte dieses Buch seinem Besucher geben, wollte auf dieses Buch aufmerksam machen, das Buch stammt nicht aus dem Bücherschrank, doch tut es. Der Journalist brauchte Informationen aus dem Buch, fiel unbeabsichtigt aus dem Schrank, glaube ich nicht. Versteckte ein belastendes Foto in diesem Buch? Ich denke, er brauchte... Warum vier? Ach so, weil es das vierte war, was ich ausgewählt habe? Das Blatt ist nicht komplett verbrannt. Er wollte das Blatt loswerden, warf dieses Blatt aus Versehen ins Feuer, nein. Hat nichts mit dem Journalisten zu tun, nein. Warf dieses Blatt absichtlich ins Feuer. Ja, aber das ist doch... Kann doch beides zutreffen, oder? Der Journalist wollte im Kamin ein Feuer entfachen, nein. Warf dieses Blatt ins Feuer, ohne sicherzugehen, dass es komplett verbrannt war. Ja, mehreres, ne? Aber er wollte das Blatt loswerden. Er warf es absichtlich ins Feuer. Und er warf das ins Feuer, ohne sicherzugehen, dass es verbrennt. Ich verstehe das gerade noch nicht so ganz. Direkt vor der Ankunft. So, Journalist saß auf seinem Stuhl. Er stieß an den Stuhl, als er durchs Zimmer eilte. Der Besucher saß auf diesem Stuhl. Der Journalist verrückte den... Stuhl, um etwas darunter hervorzuholen, stieß an den Stuhl, als er die Türklingel hörte, verdrückte den Stuhl, um sich zu schützen. Ich denke aber eigentlich, er saß der Typ nicht rechts, also der mit der Zigarre, saß der nicht eher rechts, auch wenn der jetzt verrückt wurde. Es ist doch logischer, wenn er näher am Aschenbecher saß, oder nicht?
Der Besucher rauchte eine Zigarre. Ja. Der Journalist rauchte gleichzeitig. Nein. Die Zigarre liegt hier schon eine Weile. Nein. Der Besucher rauchte eine Zigarre und saß gegenüber dem Journalisten. Ja, es kann ja auch sein, dass der Journalist die ganze Zeit stand. Ist ja auch möglich. Der Journalist ließ die Zigarre brennen, um das Parfüm. Nein. Der Journalist mag den Geruch von Zigarren. Der rauchte die Zigarre. Eins. Ja, ja, weil ich eins ausgewählt habe. Kann ich das da oben irgendwie auswählen? Ich komme da leider nicht hin. Ich komme da oben nicht hin. Und ich verstehe das Ganze noch nicht. Also die Zahlen zeigen mir an, was ich ausgewählt habe, oder? Rauchte eine Zigarre. Ja, das war Punkt 1. So, der Besucher, das ist Punkt 3. Okay, also das zeigt mir an, was ich ausgewählt habe. Aber wie genau bestimme ich die Reihenfolge? Sichergehen, dass die Tür geschlossen ist. Rekonstruieren Sie Farleys Aktionen direkt vor der Ankunft von Holmes und Watson. Okay. Okay. Stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Er wollte das Blatt loswerden. Ja, warf das aus Versehen ins Feuer? Nein. Er warf es absichtlich ins Feuer. Und warf das Blatt ins Feuer, ohne sicher zu gehen, dass es komplett verbrennt. Und hier gehe ich fest davon aus, dass er Informationen brauchte. Versteckte ein belastendes Foto. Wollte dieses Buch seinem Besucher geben? Nein, glaube ich auch nicht. Können wir? Moment. Dieser Stuhl wurde verstellt. Dieser Stuhl wurde verstellt. Gut, es kann natürlich doch sein, dass der Besucher hier saß. Ist ja doch gar nicht so weit vom Aschenbecher entfernt. So, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal kurz gucken. Den Kamin kann er sich nicht mehr anschauen. Dieses Buch hier ist aus dem aus dem Regal gefallen und das ist... Die Abenteuer, ja. Ein ziemlich neugieriger Journalist. Okay, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Zufall war. Ich gucke jetzt noch mal kurz hier bei der Schublade. In diesem Schrank befinden sich viele Schubladen und jede ist mit Buchstaben versehen. Okay. Darin befinden sich bestimmt wichtige Informationen. Aber wir können doch nicht alle von ihnen öffnen. Wir müssen wissen, wonach wir suchen. Okay, also würde das auch nichts bringen. Ich kann es ja mal eben probieren. Würde es auch nichts bringen, den Schlüsselbund auszuwählen? In diesem Schrank. Okay, aber wir können... Gut. Gut. Ja, gut. Dann müssen wir das wohl machen. Und ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, was es damit auf sich hat. Also, der Schlüssel steckt von innen. Der Schlüssel steckt noch im Schloss. Also, ich gehe davon aus, dass er abgeschlossen hat. Abschließen wollte oder wie auch immer. So, und das hier ist ja auch noch... Ach, jetzt haben wir auch die Asche, ich wollte gerade sagen. Ich weiß, was Sie vorhaben. Ein altbewährter Trick. Ja, das hier ist ja auch noch interessant vielleicht. Ich kann lesen, was aufgeschrieben wurde. Bitte notieren Sie es sich. In Ordnung, Holmes. So, Recherche über Holmes. Akte aufbereiten, DF. Alles klar. So, jetzt können wir vielleicht wenigstens schon mal in die Schubladen schauen. Und kommen vielleicht da weiter, das wäre schön. Ich frage mich, welche Schublade die Sekretärin meinte. Da stand doch DF. Die Schublade, die mit DEF beschriftet ist, natürlich. Sie wird in der Nachricht erwähnt, die wir auf dem Tisch der Sekretärin entziffert haben. Das sind unzählige Dokumente. Wie soll ich das Richtige finden? Das kann ich nicht tun. Okay, Moment, wie kann ich die? Nein, das ist... Das kann ich... Aha. Diese blauen Flecken stammen von einem alten Farbband für Schreibmaschinen. Dieses Dokument wurde erst vor kurzem herausgenommen.
Karteikarte von Farleys Sekretärin, Prinz Woodville. Eng verwandt mit dem Königshaus, darf seit kurzem den Titel Prinz tragen, nachdem ein Ausschuss aus Experten und Repräsentanten des Königshauses Nachforschungen angestellt hatte. Genießt beim Gemeinvolk ein hohes Ansehen, engagiert sich für wohltätige Zwecke. Suppenausgabe an die Bedürftigen im Stadtteil Whitechapel. Finanziert eine Kampagne zur medizinischen Versorgung und zum Verteilen von Decken. Bezeichnet sich selbst gerne als populär, seine Kritiker bevorzugen jedoch den Begriff Populist. Intelligent, gepflegte Umgangsform jedoch leicht reizbar, wenn taktlose Journalisten seiner Arbeit nach unangebrachte Fragen stellen. Auf dem Dokument befinden sich Fettflecken. Sie stammen vom Journalisten. Ganz offensichtlich stellt er auch Nachforschungen über Prinz Woodville an. Wie machen Sie das nur? Holmes, sehen Sie, wenn man den Vorhang ein bisschen zur Seite zieht, sieht man auf die Straße. Okay. Gut, Leute, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Vielleicht erleichtern uns die neuesten Erkenntnisse das Rätsel dann beim nächsten Mal. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.